Armin von GigaTech auf der IFA 2016. Wer die IFA oder unsere IFA-Berichterstattung der letzten Jahre verfolgt hat, der kennt schon das Showstoppers-Event. Für alle, die neu sind, erkläre ich das ganz kurz. Das ist so am Abend des ersten Pressetages so eine Art Bazar, wo die kleineren Hersteller, die nicht die ganz großen Stände und Hallen hier mieten, ihre Neuheiten, ihre Innovationen vorstellen können. Und ein so ein Hersteller ist UDock. Die haben eine sehr interessante universelle Dock-Lösung für eure Tablets und Smartphones. Die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also das UDock sehen wir jetzt hier im Bild. Man sieht auch schon, es gibt es in verschiedenen Größen. Ist eine Erfindung aus Deutschland, die jetzt demnächst ab dem 12. September bei Kickstarter an den Start gehen wird. Und was es macht, ist eigentlich den klassischen aufrechtstehenden Dock-Gedanken auf mehrere Geräte auszuweiten und vor allem auch auf verschiedene Geräte auszuweiten. Also hier sehen wir, haben wir zwei iPads auch verschiedener Größe und Bauart. Gleichzeitig haben wir noch ein Samsung Galaxy, was ist denn das? Ein S7 Edge, glaube ich. Dann haben wir hier iPhones drin, hier haben wir daneben ein Samsung Tablet. Das heißt, wir sehen, das ist relativ vielseitig. Eine Besonderheit ist auch, dass man die Geräte, während sie da drin stecken und laden, bedienen kann. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier mal so ein Dummy-Dock und da sehen wir, das funktioniert, indem ich so Module, die dann eben den entsprechenden Anschluss habe, hier reinschiebe einfach und die dann halt auch, na, das klemmt jetzt ein bisschen, ist halt der Prototyp, die dann auch hin und her verschieben kann. Und dieses USB-Kabel kann ich dann entweder hier hinten seitlich rausfallen lassen. Ich glaube übrigens, ich habe es falsch gemacht, weil das Kabel hätte ich anders leiten müssen. Seitlich rausfallen lassen, jetzt funktioniert es auch, seitlich rausfallen lassen oder hier hinten durch so eine Öffnung rausgleiten lassen und dann nach hinten in mein Ladegerät machen. Also ein Ladegerät ist nicht dabei, da sagt der Erfinder und Hersteller, da ist natürlich die Ladegerät, die Netzteiltechnologie inzwischen so verschieden, dass es keinen Sinn machen würde, da ein universelles Netzteil ranzuhängen, weil es gibt ja Quick-Charge-Adaptoren. Und hier sehen wir, habe ich jetzt einen zweiten, ich brauche jetzt noch einen Micro-USB-Anschluss, den schiebe ich dann analog auch hier rein und kann das dann hin und her schieben. Das heißt, ja, ich bräuchte jetzt noch einen USB-Type-C, hier ist ein USB-Type-C, den schiebe ich jetzt auch noch hinterher. Jetzt wird es ein bisschen eng hier, weil ich die Kabelführung natürlich nicht ordentlich gemacht habe. So. Und jetzt kann ich zum Beispiel mein Huawei P9 hier aufstecken, das würde laden und daneben hätte ich dann eventuell ein iPad stehen. Ich sagte gerade schon, das gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben eine 250 mm, eine 400 mm, eine 550 mm und eine 700 mm Variante. Das ist hier die große, die 70er, ich glaube, das ist die 250er. Und preislich liegen die dann, wenn sie bei Kickstarter an den Start gehen im September, bei 99 für die kleinste Version, geht dann hoch bis 199 für die 750er Version. Also an sich eine sehr praktische Sache. Ach so, eine Geschichte noch. Ausgeliefert wird das mit 4 Adaptern jeder Bauart. Wer jetzt sagt, ich brauche aber nur bestimmte oder ich brauche mehr USB Type-C, der kann sich natürlich einzelne Adapter dann auf der Webseite nachbestellen. Die werden dann so, der Hersteller sagte mir jetzt so um die 15 Euro geht da mal von aus pro Adapter. Das kann sich aber noch anpassen und ändern. Klar ist auch im Hintergrund, Lightning-Adaptoren und Lightning-Kabel sind halt viel teurer als Micro-USB und USB-Type-C-Dinger. Wie genau sich das im Preis dann gestaltet, aber nicht mehr als 15 Euro sollen es werden, sodass man das Ganze dann sehr dynamisch an das anpassen kann, was man hier eben für Geräte hat. Ab 12. September auf Kickstarter, später dann auch über den eigenen Shop unter udock.de, also UDOQ wird das geschrieben, udoq.de bestellbar. Und ob es dann später auch mal in Retail geht, also zu Amazon oder was ähnliches kommt, das wird sich zeigen und wird natürlich auch vom Erfolg des UDOC abhängen. Ich finde das eine ganz spannende Lösung, um hier eben verschiedene Geräte gleichzeitig zu laden, zu benutzen und gerade wenn man mehrere Geräte parallel nutzt, die nicht so in der Gegend verstreut zu haben. Armin von GigaTech hier auf den Showstoppers bei der IFA. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Alle Infos zur IFA auf giga.de/IFA. Bis zum nächsten Video.